Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir werden gleich mal die Wiese düngen. Ist ja nur extra gewachsen. Nun gerade gewachsen. So. Sollte eigentlich schon der andere mit durch sein. Fräse, ja, die Fräse. Gut, haben wir leer bekommen. So. Hoffen wir, dass jetzt überspielt wird. Ja, am Glück. Sollte eigentlich die schauen. Der fährt noch, das passt. Mal gucken, wie weit das im Wachstum ist. Hellgrün, dann kann er auch gleich düngen. Voll erntereif. Der ist auch voll erntereif und der wird mal früh voll erntereif. Darüber kommt man hinweg. Da hatten wir gedüngt, doppelt, passt. Da auch. Und da müssen wir noch. Solange wir arbeiten können, werden wir nicht schlafen. Denn wenn wir nachts schlafen und wir werden dann dummerweise Düngestufen übersehen. Beziehungsweise wir düngen dann nicht. Auf 60 nicht. Ein bisschen korrigieren auf 1, damit wir ein bisschen ausgleichen können. So, nach vorne vielleicht ausschalten. Nicht wieder was reinfahren, was wir nicht rein haben wollen. Mais. Ja, wir kommen nicht rum. Der DP gerade nämlich leer. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen wollte ich nicht auf 60 weiterfahren. Weil morgen früh das Wachstum war um 20 Uhr ungefähr. Wenn mich alles täuscht, das wäre ein Blödsinn, wenn es morgen früh um 19 Uhr eine Stunde weiter. Ich kann LKW auch mit Licht machen, aber der LKW, der Traktor, der hat schön Licht. Können wir mal grad kurz leer machen. Können auch noch den Mist auch noch holen, ne? So. Und die Fräse kann nämlich alles nehmen. Nehmen wir gleich mal den Wechselgut mit vorne ein bisschen mit, dass wir das loswerden, in Anführungszeichen. Das Einzige, dass wir hinten verschenken dabei, ne? Ich finde mit der Fräse besser wie mit dem Förderband.
Natürlich könnte die Fräse ein bisschen breiter sein und dadurch theoretisch auch mehr schaffen. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Aber ich ziehe normalerweise Geräte vor, die es auch reell gibt. Nun weiß ich auch nicht, ob die Fräse auch reell gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es für Schnee gibt. Für Schnee, auch eine Fräse für Schnee. Gibt es noch nicht. Ein großer Schneemengen ist schwierig wegzuschieben. Aktuell düngen wir noch Feld Nummer 3 und Feld Nummer 13. 25 muss noch gedüngt werden und die 27. Okay, 27 nicht. Die haben wir schon. Wird da schon Gras war. Dass die 25 längst düngen können. Mein Fehler. So, scheint voll zu sein. Ja, mal ganz kurz aufheben und ausschalten. Aber die Fräse ist für eine höhere Geschwindigkeit zu langsam. Da musst du Ballen haben, die du dann nicht hinlegen kannst. Der Prozessor ist so heiß. Wollte hier auf 100%? Kann natürlich sein. Aber ich krieg eine Fernwartung. Da habe ich einen Termin ausgemacht. Am 12. August. 1 Uhr steht hier. Und da hoffen wir mal, dass das wird. Vielleicht gibt es noch ein paar Reserven, die man so gar nicht hat. Und ich weiß. Und jetzt haben wir Uhrzeit. 16 Uhr, Entschuldigung. Machen wir das bis zum. Was schaffe bis um 20 Uhr? Will ich einen Livestream sehen? Vielleicht mache ich auch mit, mal sehen. Wenn wir irgendwann mal große Maisaktion machen. Vielleicht machen wir es auch gleich im ersten Jahr. Wir haben ja genug Platz. Beziehungsweise müssen wir erst Gras machen und später können wir nur noch Mais oder Soja machen. Oder Sonnenblumen. Ja, natürlich die large Option. Ne? Dann lachen wir rum noch ein bisschen. Der Düngerfahrer arbeitet noch und der andere auch. So.
Abladesymbol kommt nicht, aber es geht trotzdem. Jetzt könnte wieder so voll sein. Gehen wir auf 5. So, jetzt wollten wir mal gucken. Das ist schlecht. Das mache ich ja gar nicht mehr, hat nicht funktioniert. Und kommt weg. Er hat 2 Runden geschafft. Muss ich gucken, wo es gerade Sinn macht. Also mal. Das ist die Richtung. Die Probleme gibt es mit dem Kleinen nicht. Teuer, meine ich. Was trinken, ich hab Durst. Gut. Ist auch Fleisch dabei. Wobei ist er jetzt? Der wäre fast fertig. Hier hat er auch einen Streifen vergessen. Gut, das ist nicht so schlimm. Aber dem brauchen wir auf jeden Fall einen Nachschub. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber ich könnte auch zum anderen BGH fahren. Und nur voll. Natürlich ein bisschen blöd, Anführungszeichen, dass wir jetzt nicht schlafen können, ne? Arbeiten müssen. Aber es geht ja um das Düngen. Das Düngen ist wichtig. Denn wenn es verschenken so viel, 50% geht verloren. Ist eigentlich voll. Dann fahren wir rüber zum anderen BGH. Stunde können wir dann noch verarbeiten. Wäre sicherlich LKW besser gewesen. Aber es ist nicht, ne?
So, mal ganz gucken. Ja. Man sieht ein bisschen schlecht. Wegen der Fräse hätte ich doch da lassen können. Nächste Mal halt. Schnell rüber. Packen wir noch nicht. Dass kein Gegenverkehr läuft. Hier so warm, schwitzt wieder. Scheißperle links. Ich will ja keine Fußgänger. Kann man nicht garantieren. Der hat schon die BGH. Wir müssen ja nur hinfahren und hinstellen und auskippen. Und dann können wir in aller Ruhe düngen auf der Wiese. 25. Da sind wir. Egal, leer. Das ist gut oder na, nicht ganz leer. In die Dinger gleich reinschieben. Die ist fast leer. Also im Grunde haben wir keinen Verlust gehabt von der Bedienfreundlichkeit. Das Ding ist leer, das ist gut. Kann man die beiden Ballen noch irgendwie reinkriegen. Dazu müssen wir. Einer ist fertig, aber die beiden Ballen müssen rein. Die sind drinne. So würden beide BGHs entsprechend Moos verdienen. So. Wählen kann man nicht. Der ist jetzt frei. Leider. Motor starten, Junge. So. Gleich Deckel hinten auf. Fahren wir schnell zum Hof. Oben mit dem Dünger. Das ist ein Nachteil, zu klein. Der Traktor ist relativ langsam. Aber ich überlege mir komplett einen neuen Fuhrpark anzulegen. Das ist Kalk. Rein mit dir. Düngerstellung haben wir noch keine. Leider. Jetzt sind wir schnell zur Wiese Nummer 25. Bedarf noch Düngung. Aufstehen. Hier wird gearbeitet und nicht geschlafen. Ja, die Option besteht.
Fahren wir quer rüber. Hat der Pflegereifung? Nö. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Dann sage ich mal Tschüss und liebe Winke. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Hoffentlich sehen wir uns morgen wieder. Ciao.